Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft vom Parkett der Frankfurter Börse. Bei mir ist Gudrun Moll. Sie ist Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht und Steuerberaterin bei der internationalen Kanzlei Pinsent Mason. Schön, dass Sie da sind, Frau Moll. Die Börsen hatten ja einen guten Start ins Jahr 2017. Wie sehen Sie die Entwicklung? In der Tat, die Börsen hatten einen sehr guten Start 2017. Nicht nur in Deutschland, auch international ist die Stimmung mehr als gut. Im Grunde genommen hat sich hier der Trend aus der zweiten Jahreshälfte 2016 fortgesetzt, zumindest wenn man die Börsenindizes betrachtet. Sowohl DAX als auch Dow Jones haben ja seit Jahresbeginn deutlich zugelegt und der Dow Jones hat jetzt sogar einen historischen Höchststand erreicht. Allerdings muss man sehen, dass dies ja natürlich jetzt nur die Unternehmen betrifft, die bereits an der Börse etabliert sind. Bei Neuemissionen sieht es leider weniger gut aus. Also zumindest in Deutschland hat es in 2017 bisher kein IPO gegeben. Erst kürzlich hat die Alzchem AG ihren für den 10. Februar angesetzten Börsengang verschoben. Grund: Unsicherheit im Marktumfeld. Dieses wird ja derzeit hauptsächlich durch politische Themen dominiert und führt offensichtlich dazu, dass Investoren das Risiko scheuen und eher in etablierte Werte investieren, statt auf neue Emissionen sich zu konzentrieren. Ein wichtiger Gradmesser sind auch Börsengänge. Glauben Sie, dass da dieses Jahr noch mehr Fahrt aufgenommen wird? Die Bereitschaft für Börsengänge ist ja da. Es gibt eine recht ansehnliche Liste von Unternehmen, die Börsengänge noch im Jahr 2017 angekündigt haben. Erst gestern hat die Aumann AG mitgeteilt, dass sie einen Börsengang plant, noch in der ersten Jahreshälfte 2017. Bei den meisten Unternehmen ist wohl davon auszugehen, dass sie noch die Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich abwarten. Einfach in der Hoffnung, dass dadurch ein bisschen politische Ungewissheit verschwindet und sich damit die Investitionsbereitschaft der Anleger verbessert und sich dies auch auf das Börsenumfeld für diese Unternehmen auswirkt. Insgesamt ist daher wohl realistischerweise mit Börsengängen, also insbesondere mit Börsengängen, bei denen gleichzeitig Kapital eingesammelt werden soll, wohl erst in der zweiten Quartal 2017 zu erwarten. Die deutsche Börse ruft auch ein neues Segment ins Leben, Scale. Was ist davon zu erwarten? Ja, der morgige Start dieses Wachstumssegments Scale wird, glaube ich, von der ganzen Branche mit Spannung erwartet. Erklärtes Ziel der deutschen Börse ist ja, mit diesem Segment insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen einen verbesserten Zugang zu Investoren und Kapital zu verschaffen und so hoffentlich auch die Anzahl der Börsengänge in diesem Bereich zu erhöhen. Ob das ein Erfolg wird und ob es tatsächlich zu einer Belebung der Börsenlandschaft kommt, werden erst die nächsten Monate zeigen. Ich denke, dass maßgeblich dazu beitragen wird, ob die strengen Zulassungsvoraussetzungen und Folgepflichten, die die deutsche Börse ja für dieses Segment vorgesehen hat, letztendlich dazu beitragen können, eine gewisse Qualität dieser kapitalsuchenden Unternehmen zu sichern. Das könnte Investoren sicherlich motivieren, auch in solche kleineren Werte zu investieren und umgekehrt natürlich auch die Bereitschaft dieser Unternehmen fördern, überhaupt einen Börsengang in Angriff zu nehmen. Ein wichtiges Thema sind ja auch mal Regulierungen. Was sind da momentan die wichtigsten Themen? Gut, die Marktmissbrauchsverordnung aus dem letzten Jahr wirkt noch nach. Generell ist es ja so, dass der Kapitalmarkt sehr europäisch geprägt ist, was die Regularien angeht. Also hier geht der Trend weiter zur Harmonisierung. Das heißt letztendlich, dass in den Mitgliedstaaten möglichst einheitliche Regelungen gelten sollen. Und hier hat man sowohl Vereinfachungen als auch Verschärfungen zu erwarten. Vereinfachungen werden voraussichtlich mit der neuen EU-Prospektverordnung eintreten. Die hat das Ziel, das Prospektrecht zu vereinfachen und insbesondere auch die Ausnahmen von der Prospektpflicht auszudehnen. Dadurch soll den Unternehmen die Kapitalaufnahme erleichtert werden. Auf der anderen Seite wird die EU-Aktionärsrechte-Richtlinie wohl zu weiteren Pflichten für Unternehmen führen. Und bestimmte größere Unternehmen müssen jetzt schon mit strengeren Vorschriften bei ihrer Berichterstattung im Jahresabschluss rechnen, was nicht finanzielle Themen angeht, wie Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung, Umweltbelange. Womit Unternehmen auf jeden Fall rechnen müssen, sind schärfere Sanktionen, insbesondere höhere Bußgelder. Die BaFin hat ja erst letzte Woche ihre neuen Bußgeldleitlinien veröffentlicht und danach werden sechsstellige Bußgelder zukünftig wohl eher die Regel als die Ausnahme sein. Ein anderes Thema schwebt natürlich über allem, der Brexit. Im März werden wir wahrscheinlich auch mehr wissen. Glauben Sie, dass sich das noch mal stärker an den Kapitalmärkten bemerkbar machen wird?
Auf jeden Fall sehe ich hier für den deutschen Kapitalmarkt und auch den deutschen Börsenstandort eine Chance. Derzeit ist es ja so, dass der britische Kapitalmarkt, wie auch die Kapitalmärkte in den anderen Mitgliedstaaten, davon profitiert, dass es einen freien Kapital- und Zahlungsverkehr gibt. In der Praxis bedeutet dies, dass insbesondere bei grenzüberschreitenden Kapitalmarkttransaktionen weniger Regularien einzuhalten sind, weil beispielsweise ein Prospekt, der in einem Mitgliedstaat erstellt und gebilligt wurde, in allen anderen verwendet werden kann. Außerdem herrschen aufgrund der Harmonisierung an den Börsenstandorten sehr einheitliche Regelungen, sodass sich auch hier die Unternehmen nicht jedes Mal auf was Neues einstellen müssen. Die britische Regierung hat ja nun erklärt, aus dem europäischen Binnenmarkt austreten zu wollen. Damit würden erstmal diese grenzüberschreitenden Privilegien für den britischen Börsenstandort wegfallen. Das kann natürlich zu einer weniger Attraktivität des britischen Börsenstandorts führen und umgekehrt natürlich dazu, dass der deutsche Börsenstand, der ja dann einer der größten ist, davon profitiert. Also insbesondere bei Dual Listings wird es wohl so sein, dass diese dann in Zukunft in Deutschland einfacher durchzuführen sind als zum Beispiel mit einem britischen Börsenstandort. Also wir werden das im Auge behalten hier vom Parkett der Frankfurter Börse. Gudrun Moll von der Kanzlei Pins & Masons, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis bald bei Inside Wirtschaft.